Und die Decke und die Zahlung und die Schnecke, die probierst du jetzt selber. Setz dich her, dass du gutes Licht hast. Fang's bei der Decke an. Decke mit den Jahren. Okay. Lass den Griff und mach gleich die Schnecke. Besondere. Der ganze Gegenbau mitten im Wald, schöne Umgebung, man hat gleich die Berge vor der Tür. Ein Radl fahren oder Berge oder Skifahren, man ist ja da daheim. Aber wenn man irgendwo in der Stadt ist, wisst ihr jetzt nicht gleich, was ich an meinem freien Tag oder was ich danach mache. In seiner Freizeit ist Franz in den Bergen. Sein Vater ist Bereichsleiter der Bergwacht Mittenwald. Am Wochenende wird für den Ernstfall geprobt. Hans und Erd, Schafeltrupp. Die Arbeit bei der Bergwacht ist ehrenamtlich. 70 Mittenwalder, ob Schreiner, Elektriker oder Geigenbauer, holen im Winter Lawinenopfer, im Sommer verunglückte Kletterer vom Berg. Vorsichtig, Freunde. Auf Atemhülle aufpassen. Schau mal, Franz. Hallo? Okay, Atemhülle vorhanden. Patientbedingt ansprechbar. Das war okay, wenn wir das jetzt gemacht haben. Okay. Ich probiere mal. Komm mal ran, gell? Ja. Also mit den Hacks noch. Okay. Alles ist okay. Markus, ja? Ist okay? Ja, ja. Das war soweit richtig. Wir machen es natürlich im Ernstfall, dass wir im Acker einen Bergesack vorbereiten, einpacken und dann abtransportieren, mit der Leitstelle Zielklinik ausmachen. Der Franz war ja, sobald der Skifahren kennen hat, als der 6-7-Jähriger schon ein bisschen dabei und dann, wie er älter geworden ist, hat er gesehen, wenn wir ausrücken und das ist halt interessant auch für Kinder. Ja, sicher, ich habe es gesehen, von vorher, hat mich auch schon interessiert und zwei andere Fremdner. Ich habe gesagt, dass wir dazugehen. Beim Trachtenfrei bin ich, bei den Blättle. Und, ja, jung sein, Bruderschaft Mittenwald. Ja. Schützenkompanie Mittenwald, Trommelzug. Ja, es ist schon anders. Also die Mentalität hier der Menschen ist anders und die Umgebung anders. Das war mir alles nicht so vertraut und ich musste mich da ganz langsam reinfinden. Und bei den Mittenwaldern hier, ja, sind halt sehr für sich so, also nicht unfreundlich oder abweisend, aber doch gern unter sich. Bodenständig. Manchmal nicht ganz so freundlich, was man vielleicht gar nicht so meint, aber im Großen und Ganzen doch aufgeschlossen anderen gegenüber. Aber ich denke, ein Gebirgsmensch wird sich ein bisschen unterscheiden von dem Menschen, der am Meer lebt. Wir haben ein halbes Jahr Winter, da ist man vielleicht ein bisschen verschlossener als wie einer, der das ganze Jahr mit der
mit der Bodersen rumläuft. Naja, also so eine Wand, wie wir hier vor dem Fenster haben, das habe ich halt noch nie gesehen. Und dann so direkt vor der Nase und so nah. Das ist schon ein bisschen anstrengend, wenn man halt immer nur die weite Ebene gewöhnt ist und bis an den Horizont gucken kann und jeden Abend die Sonne sieht. Mhm. Oder jeden Morgen schon um 8 und nicht 10:30. Also das ist so auch für mich die erste Erfahrung mit Bergen gewesen, ne? Und man ahnt nicht, was das für, also auch auf das Befinden für einen Einfluss hat. Also schon wie Veronika sagt, dass man sehnt sich wirklich nach der Weite, weil das Auge halt immer am Berg hängen bleibt. Und damit, also ich sag's mal jetzt einfach so, wie ich denke, einfach auch die Gedanken nicht schweifen können einfach so. Wenn man dann auf den Berg geht, das war auch meine allererste Erfahrung hier, da ist ein Meister mit uns auf dem Wetterstein, auf die Rückseite vom Wetterstein hochgestiegen. Und je weiter man aufsteigt, desto ferner wird man den Gedanken, die im Tal bleiben. Ne? Und wenn man ganz oben ist, hat man es ganz vergessen. Also, und dann erinnert man sich und hat eigentlich so ein bisschen in schweres Gefühl, ich muss jetzt da wieder runter, einfach. Da konnte ich das erst mal verstehen, wie Leute so eine Sucht haben können, auf den Berg zu steigen, immer wieder und immer wieder. Das war so auch so ein ganz großes Erlebnis eigentlich für mich. Ne? Und wenn halt wieder mal irgendwas blockiert ist in einem, also gedanklich, und dann nützt es wirklich mal rauszugehen und auf den Berg zu gehen. Natur ist schon ziemlich kräftig und wir sind hier mittendrin. Das ist nicht leichte Sache, weil ich bin da fast die ganze Zeit, ich bin da und fahre nach Hause zweimal oder einmal pro Jahr. Das ist nicht leicht, weil bei uns, das ist Familienbeziehung, geht ziemlich wichtige Sache. Und zum Beispiel ein alter Mann hat mir gesagt, guter Mann hat drei Sachen in seinem Leben. Das ist eine.